Lilli und Lea, das Schneegestöber. Lea und Lilli stehen sehr gespannt vor den Treppen am Pfarrheim. Denn heute ist die Weihnachtsfeier ihrer Gruppenstunde. Im letzten Jahr haben sie schon Weihnachtswichteln gemacht. Doch dieses Jahr soll sogar der Nikolaus kommen. Als ihre zwei Gruppenleiterinnen endlich auch auftauchen, freuen sie sich auf den wärmenden Kakao. Hi Mädels, wie schön, dass ihr alle pünktlich seid. Wir haben uns übrigens überlegt, dass es zu dem Kakao auch noch Waffeln gibt. Mega cool! Auch mit Eis oder heißen Kirschen? Ja, wie ihr wollt. Aber ich würde sagen, mehr ist mehr. Also beides. Als nach kurzer Zubereitungszeit gefräßige Stille am Tisch herrscht, hören sie ein Rumpeln und Stampfen. Und dann fliegt die Tür auf, ein kalter Wind strömt herein und der Nikolaus poltert mit einem tiefen Hallo Kinder herein. Alle bekommen kleine Geschenke, auch Lilli und Lea. Oh cool, eine Tasse mit Badesalz. Ich wollte sowieso heute Abend noch in die warme Wanne springen. Dankeschön. Ich habe eine Nikolausmütze, voll mit Süßigkeiten. Hier, ihr dürft auch gerne was abhaben, aber nur nicht meine Schokolade. Ihr seid ja alles brave Kinder gewesen. So kommt das Christkind an Weihnachten sicher auch zu euch. Schade wäre es nur, wenn eure Omas und Opas keine Weihnachtseinkäufe machen können. Denn so wie es draußen schneit und stürmt, kommen die Älteren nicht zurecht. In der Gruppe sieht man zustimmendes Nicken, doch niemand hat eine Lösung. Als Lea und Lilli aus dem Pfarrheim trotten, müssen sie die Tür gemeinsam aufschieben, da der Wind so kräftig gegen sie drückt. Boah, wie hoch der Schnee jetzt liegt! Pass auf, die Stufe ist glatt! Danke. Wusstest du, dass die Älteren bei so einem Schneegestöber nicht gut einkaufen können? Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und Oma kocht sonst für uns immer an Weihnachten. Aber wenn sie nicht einkaufen gehen kann mit ihrem Rollator, dann wird das ja wohl nichts. Lea, was hältst du davon, wenn wir für unsere Omas und Opas zusammen einkaufen gehen? Mega die geniale Idee. Das wäre voll gut. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen haben die beiden die Einkaufslisten abgeholt und ziehen mit ihrem Schlitten zum Supermarkt los. Hey, gut, dass wir den Schlitten für die Einkäufe dabei haben. Wir könnten bestimmt nicht alles schleppen. Endlich haben die beiden alles im Laden gefunden. Und nun machen sie sich noch auf den Weg zur Milchtankstelle, um Milch und Eier zu holen. Zum Glück passt das alles auf den Schlitten. Schau mal, die Milch ist so kalt, die kommt schon fast gefroren aus dem Automaten. Auf dem Rückweg ist es auf einmal sehr stürmisch und der Schnee weht ihnen direkt ins Gesicht. Auch ihre Schals und Mützen schützen sie nicht mehr. Die Wollmütze von Lea ist schon so nass geschneit, dass man sie ausfringen kann. Lilli, bist du überhaupt noch da? Ich sehe ja kaum noch was. Warum muss es denn jetzt noch so nebelig werden? Hey, Lea! Komm mal ganz nah an meine Seite, damit wir uns bloß nicht verlieren. Oh, ganz schön anstrengend, gegen den Wind durch den hohen Schnee zu laufen. Meine Füße sind schon eiskalt. Schon die Pferdewiese gesehen? Da sind wir noch gar nicht vorbeigekommen, oder? Nee, die habe ich noch nicht gesehen, obwohl wir schon so lange laufen. Ja, wir laufen echt schon sehr lange. Und langsam wird mir auch kalt. Mein
Meinst du, wir haben uns vielleicht in dem Schneegestöber verlaufen? Mach mir keine Angst. Sicher, fängt es gleich schon an zu dämmern. Ja? Bist du noch da? Ja, ich bin hier. Vor dir. Folg einfach meinen Spuren. Dann verlieren wir uns nicht. Bleib einfach hier am Schlitten. Warte! Der Schlitten steckt fest! Nach gemeinsamen Ziehen und Zerren überwinden sie dieses Hindernis aber fix. Lilly, hörst du die Pferde? Da muss die Pferdewiese sein. Also ist alles gut. So stapfen sie noch eine ganze Weile weiter, bis sie erleichtert die Pferde neben sich wiederholen. Gut, dann ist es nicht mehr weit. Und tatsächlich, schon bald haben sie es in das weihnachtlich erleuchtete Wohngebiet geschafft. Nur noch da um die Ecke, Lea. Gleich sind wir da. Als sie die letzte Straßenlaterne erreichen, biegen sie erschöpft in eine Seitenstraße ein. Ganz am Ende wartet das altbekannte Haus von Leas Oma und Opa. Mit dem vollbeladenen Schlitten vor der Tür angekommen, klingeln sie und hören auch schon Leas Oma rufen: Ja, ich komme schon. Ihr zwei Süßen seid es. Oh, wie toll. Das sieht ja ganz klasse aus. Ich freue mich so. Dann kann Weihnachten doch noch kommen. Als die zwei die Jacken aufhängen und sich trockene Socken anziehen, meint Lea: Dafür hat sich der Aufwand aber gelohnt. Oma hat sich so gefreut und zum Glück kann Weihnachten wie immer sein. Ja, ich hoffe, meine Oma freut sich auch so. Überglücklich fallen die zwei vor dem warmen Kamin in die tief eingesessenen Sessel und versinken unter einem Haufen an Decken. Der Geruch von frisch gebackenen Plätzchen steigt ihnen in die Nase und das zufriedene Lächeln darüber können sie beide nicht verstecken.